Im nächsten Beitrag geht es noch einmal um ein Großmodell. Rainer Strobel hat sich einen Oldie auf die Werkbank gestellt. Rainer Strobel, du hast mir hier ein Modell mitgebracht, das erinnert mich so ein wenig an mein erstes Wohnzimmer. So Stichwort schwedischer Möbelbau. Was genau ist das? Das ist eine SK1 Albatros, ein schwedischer Nachbau der deutschen Albatros. Ein zweisitziger Trainer, der erfolgreich eigentlich vor dem Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde und durch eine ganz lustige Begebenheit nach Schweden gekommen ist. Können wir die in Kürze erzählen? Ja, es gab eine Werbetour, in der mit diesem Originalflugzeug verschiedene Städte angeflogen wurden, unter anderem Stockholm. Und bei der Landung in Stockholm hat der Pilot das Ding auf die Nase gesetzt, den Propeller beschädigt, und während er auf Ersatz wartete, begannen tatsächlich die ersten Kriegsereignisse und alles Personal aus Deutschland wurde zurück nach Berlin beordert, so auch der Pilot dieser Maschine. Und wie man lesen kann, ist das Flugzeug schlicht und ergreifend vergessen worden und in Schweden verblieben, woraufhin man dann begonnen hat, das nachzubauen, und mit leichten Modifikationen ist das Original entstanden, von dem das Modell hier praktisch nachgebaut wurde. Okay, also ein modifizierter Albatros. Jetzt sehe ich, das Ding ist ganz in Holz gebaut. Bist du noch verheiratet? Ich bin verheiratet, aber ich denke, du spielst darauf an, wie viel Arbeit in diesem Flugzeug steckt. Da steckt sehr viel Arbeit drin, aber die habe ich nicht hineingesteckt, sondern man kann dieses Flugzeug, man mag es kaum glauben, so wie es hier steht, als ARF-Modell über Covern beziehen. Und bis auf Motoreinbau ist eigentlich wirklich nichts zu tun. Ja, und wie teuer ist das dann? Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Das Modell kostet 1270 Euro. Das fand ich zumindest, ist zunächst mal ein stolzer Preis. Aber bei genauem Überlegen, was man bei einem vielleicht günstigeren Einstiegspreis von Bausätzen noch im Nachhinein A an Material und damit auch an Geld investiert, und B eben an Arbeitsstunden, das relativiert die Sache gewaltig. So gesehen ist es sehr günstig. Ich wollte sagen, also das relativiert die Sache sehr weit und dann ist es eher angemessen. Wie ist der Lieferumfang? Was gehört alles dazu? Das Modell ist eigentlich komplett. Das heißt, man hat natürlich den Rumpf, der ist aus Balsa gebaut und hier in dieser dunklen Beize dem Originalton in Richtung Sperrholz angepasst. Die beiden Tragflächen in jeweils zwei Hälften aufgebaut. Die kompletten Verspannungen sind bereits an den Flächen vorhanden und auch längenmäßig richtig eingestellt. Höhenleitwerk, Seitenleitwerk wird aufgesteckt, Verspannungen werden eingeklipst, Flächen werden aufgesteckt und man muss eigentlich nur noch die Räder dran stecken und hat das Modell in ähnlicher Form, wie es jetzt hier auf dem Platz ist, schon da stehen. Ich meinte eigentlich so die Beschlagteile oder Motorattrappe. Was ist da alles? Oder dieser Käfig hier. Was ist das und gehört da auch dazu?
Der Käfig ist ein Kühler oder eine Attrappe des Wasserkühlers für das Originaltriebwerk, das tatsächlich in dieser klobigen Form auf dem Flugzeug so oben nachträglich aufgesattelt worden ist. Wir haben 2,60 Meter Spannweite hier bei dem Modell, Rumpflänge etwa 1,60, also ein relativ ungewöhnliches Verhältnis. Das Ganze wiegt, so wie es jetzt hier ausgerüstet ist, etwa 8,5 Kilo. Und das führt eigentlich zu hervorragenden Flugeigenschaften, zumal mit dem Hohlprofil, was hier realisiert ist, extreme Langsamflüge möglich sind. Welcher Antrieb, welcher Motor befördert das Ganze in sein Element? Hier ist ein 25 Kubikzentimeter Viertakter eingebaut von der Firma Laser, der Laser 150. Der treibt hier eine 17x6 Mens Holzluftschraube an und wird eigentlich für die normalen Flüge nicht weit über Halbgas hinaus hier aufgerissen. Jetzt ist das ja nicht ein Alltagsflieger, mit dem du jeden Tag zum Platz kommst. Dafür ist er wahrscheinlich zu schade. Wo setzt du das ein? Das ist ein Modell, was natürlich gerne vorgeflogen werden möchte. Das heißt, auf Veranstaltungen vielleicht als Rahmenprogramm zu Wettbewerben in der Zwischenzeit ein solches langsam fliegendes Modell vorzufliegen, findet reges Interesse bei den Zuschauern durch die Generationen hinweg. Reist du viel auf Flugtagen herum? Ja, viel ist ein relativer Begriff. Ich bin also durchaus auf dem einen oder anderen Termin im letzten Jahr vertreten gewesen und beabsichtige das auch in der nächsten Saison wieder so zu machen. Ja, dann wünschen wir dir dabei weiterhin viel Erfolg, Holm und Rippenbruch, und danken fürs Interview. Rainer Strobel, danke. Keine Ursache.